Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. It's alive! It's alive! And it's also invisible. Aber ganz ehrlich, es ist definitiv nicht einfach, ein Zelluloid-Baby auf die Leinwandwelt zu bringen. Vor allem, weil es neben reinen Neugeborenen natürlich auch den einen oder anderen frankensteinschen Filmhybriden gibt. Und das bringt uns natürlich dann doch auch zu der ein bisschen, sagen wir mal, komplikationsreichen Geburt von Larry Cohens It's Alive-Trilogie. Die großen Vorwürfe bei der Veröffentlichung des ersten Teils, der hierzulande dann unter dem Titel Die Wiege des Bösen veröffentlicht wurden, waren natürlich eben jene Frankenstein-Aspekte. Dass man natürlich ganz offensichtlich den Kultklassiker Frankenstein mit dem Titel It's Alive zitiert hat, aber mehr noch, dass der Film eigentlich wie eine Mischung oder zumindest eine Inspiration von Der Exorzist bzw. ganz besonders Rosemary's Baby galt, bzw. dass aber auch andere Kultklassiker wie Ray Bradbury's The Small Assassin oder Frank Kafkas Metamorphose mit in den Mixtopf geworfen wurden. Trotzdem muss man allerdings sagen, dass Larry Cohen als Filmemacher tatsächlich die ein oder andere sehr erfolgreiche Geburt hingelegt hat. Auf der einen Seite kennt man ihn natürlich als Regisseur von Filmen wie der Wiege-Trilogie, wie sie bei uns heißt, von Filmen wie American Monster, Hollywood Kills, Stuff, Salem 2, Tanz der Hexen, Ambulance, aber in erster Linie kennt man ihn auch als Drehbuchautor, wo er bereits im Jahr 1966 das Skript für Die Rückkehr der glorreichen Sieben geschrieben hat, dann später auch bei Filmen wie Maniac Cop, Tanz der Hexen, Ambulance, Body Snatchers, Die Körperfresser und so weiter und so fort als Drehbuchautor mit dabei war und auch übrigens den Thriller Bestseller aus dem Jahr 1987 mit James Woods und Brian Dennehy geschrieben hat. Dabei ist natürlich klar, dass man sich bei dem gesamten It's Alive-Konzept ein paar Inspirationen geholt hat. Ganz besonders übrigens hat sich Larry Cohen von Rick Baker inspirieren lassen, den er angeheuert hat, um die Maske und dieses Monster-Suit zu machen. Larry Cohen wollte bei Die Wiege des Bösen allerdings eher die Steven Spielberg der Weiße Hai-Route gehen und das Monster so wenig wie möglich zeigen, um eben genau aus diesem Mysterium den Horror-Effekt zu kreieren. Trotzdem war es allerdings notwendig, auf der einen Seite eine kleine animatronische Hilfspuppe zu erzeugen, auf die dann die Darsteller reagieren können, beziehungsweise für ganz kurze Gegenstücke dann auch ein Monster-Suit zu haben. Larry Cohen hat sich das quasi so vorgestellt, dass Rick Baker, der übrigens zur Zeit, als er von Larry Cohen den Anruf bekommen hat, gerade gemeinsam mit Dick Smith an den Effekten von Der Exorzist gearbeitet hat, aber Cohen hat quasi gemeint, diese Monster-Baby-Suit soll am besten von seiner Katze oder einem Händel oder irgend sowas, Originalzitat, getragen werden. Letzten Endes hat sich Rick Baker dann allerdings dafür entschieden, seine Ehefrau, also damals Freundin und dann nachher tatsächlich Ehefrau, Elaine Alexander, in diesen Körper zu stecken, was sogar Larry Cohen kurzzeitig etwas hinterfragt hat, wobei Baker gemeint hat, er braucht jemanden, der einfach 24 Stunden am Tag für ihn verfügbar war. Die arme Elaine. Vor allem, weil Baker das Kostüm ja grundsätzlich in seiner Garage gemacht hat und nicht in irgendeinem tollen Büro. Grundsätzlich hat man sich gedacht, dass dieses Monster-Baby ein Hybrid von dem Starchild aus 2001 A Space Odyssey und einem Wolf sein konnte. Und das generell dieses Monster dann eben die Atmosphäre versprühen kann. Interessanterweise wollte Larry Cohen am Anfang für diesen Film eine Art kleine Psycho Retread quasi, weil Anthony Perkins und Janet Leigh ursprünglich für die beiden Hauptrollen vorgesehen waren, was dann allerdings letzten Endes nicht funktioniert hat. Larry Cohen hat allerdings grundsätzlich bei der Produktion des Films auch ganz besonders auf die Penunze geschaut und diesen Film back-to-back gedreht mit seinem Titel Heiße Hölle Harlem, der an den Wochenenden gedreht wurde, während unter der Woche Die Wiege des Bösen gedreht wurde, was bedeutet, dass es zwischen diesen beiden Filmen eine große Menge an Überschneidungen von Cast und Crew gibt und dass die Leute halt dann einfach 7 Tage die Woche arbeiten mussten, um gleichzeitig beide Filme zu produzieren. Letzten Endes hat sich das allerdings nicht wirklich
ausgezahlt, denn an den Kinokassen floppte It's Alive leider relativ drastisch, was allerdings in erster Linie auf eine eher schwache Marketingkampagne zurückgeführt wurde. Allerdings dürfte das dann irgendjemandem im Vertrieb auch aufgefallen sein, und nachdem der Film 1974 eben unter dem Radar im Kino gelaufen ist, hat man sich 1977 dann dazu entschieden, den Film noch einmal ins Kino zu bringen, um dabei ein bisschen verstärkt auf das Marketing zu setzen. Dieses bekannte, ikonische Bild von dem, von dieser Wiege, aus der diese Monsterhand rauskommt, stammt eben von jenem Re-Release aus dem Jahr 1977, genauso wie die amerikanischen Fernsehspots, die die Musik quasi wie einen Herzschlag darstellen und sich tatsächlich in die Augen und Ohren von den Leuten eingebrannt haben, die das damals mitbekommen haben, weswegen der Film eben dadurch so richtig eingeschlagen ist. Was ich allerdings bei der It's Alive Trilogie ganz besonders spannend finde, ist die Art, wie sich die Geschichte über diese drei Filme verteilt weiterentwickelt. Den ersten Teil haben natürlich viele Leute damals als Argument beziehungsweise eben als Parabel für die Abtreibung gesehen, wohingegen Larry Cohen sie eigentlich eher als Argument gegen die Abtreibung einsetzen wollte, weil er halt dann zum Beispiel in den späteren Teilen immer wieder trotz Monster Baby auch die Liebe der Eltern in den Vordergrund stellt, beziehungsweise dann im dritten Teil, der meiner Meinung nach, obwohl eine ganz andere Route eingeht als die ersten beiden Teile, mit einer unglaublich langen Gerichtssaalsequenz beginnt, auf die sich definitiv Walter König bei seinem Film, ich glaube Inalienable oder wie der geheißen hat, gestürzt hat, aber wo quasi eben für das Leben bzw. Ableben dieser monsterhaften Babykreaturen votiert wird, was dann letzten Endes dann dazu führt, dass diese auf eine Insel verbannt werden. Die war Hawaii, ich könnte mir auch Schlimmeres vorstellen. Also, falls das irgendjemand einmal für schlechte Witze machen möchte, ich hätte da ein paar in petto. Auf jeden Fall finde ich es eben ganz besonders spannend, wie eben von diesem Horrorkonzept dann doch hin zu diesem familiären Horrorkonzept tatsächlich vielleicht als Parabel oder Metapher auf das, was in der wahren Welt passiert. Natürlich kann sich jeder eigentlich das, was in dem Film passiert, dann auch für seine eigene Argumentation pro oder contra gegenreden, weswegen der Film jetzt nicht als mit der Moralkeule schwingend daherkommt, passend zur aktuellen Diskussion in Amerika, sondern dass sich da eigentlich für jede Seite und für jeden Gedanken irgendwie Ideen und Grundsätze finden lassen. Dass das allerdings zwar irgendwie unterschwellig mitkommt, allerdings niemals aufdringlich ist und die Filme einfach als Horrorfilme funktionieren. Denn ich finde, dass gerade der erste Teil dadurch, dass er eben ein Mid-70er Low-Budget-Film ist, wirklich gut funktioniert, weil er sich sehr auf die wirklich gut agierenden Darsteller, auf die wenigen Drehorte, die man hatte, beziehungsweise eben auf seine Atmosphäre verlassen kann. Der zweite Teil, der die Geschichte dann ein bisschen anders darstellt, hat ebenfalls noch dieses Konzept. Und der dritte Teil, der dann mehr als Monster-Movie funktioniert und sich mehr der Frage stellt, was passiert eigentlich mit diesen Monster-Babys, wenn sie denn dann erwachsen werden, der hat weniger den klassisch atmosphärischen Horror-Effekt, sondern ist ein reines Monster-Movie, was Larry Cohen vielleicht rückblickend auch ein bisschen bereut hat, was allerdings natürlich auf der einen Seite auf Kosten der Atmosphäre geht, dafür halt sich ein bisschen dynamischer und eben von einer anderen Seite präsentiert, was ich durchaus auch spannend gefunden habe, dass eben diese Trilogie es schafft, das eigene Konzept dreimal irgendwie komplett anders darzustellen, dabei Kontroversen nicht auszusparen und eben dadurch frisch und interessant zu sein. Und dass selbst der von den Kritikern und auch dem Publikum damals eher aufgenommene dritte Teil eigentlich auch im Jahr 2024 immer noch sehenswert ist. Kommen wir mal ganz kurz zur Produktionsgeschichte vom zweiten Teil. Da hat Larry Cohen übrigens die Eröffnungs-Credit-Sequenz in seinem eigenen Swimmingpool gedreht, genauso wie dann im dritten Teil die Party. Und Cohen hat in seinem Interview mal gesagt, dass er grundsätzlich eigentlich immer versucht, irgendeine Szene von jedem Film in seinem eigenen Haus zu drehen, wahrscheinlich aus Kostenersparnisgründen. Das hat er vielleicht oder umgekehrt von David DeCoto. Außerdem gibt es beim zweiten Teil einen neuen Kameramann namens Daniel Pearl, dazu später noch ein bisschen mehr, der ein Ersatz war für den eigentlich gewünschten Kameramann, der das Projekt allerdings wieder verlassen hat, weil er diesen improvisierten Stil von Larry Cohen überhaupt nicht ausgehalten hat. Der Film
wurde damals vom Publikum extrem enthusiastisch aufgenommen in den Lichtspielhäusern, so sehr, dass die Leute dem Film eher unterstellt haben, dass sie dort quasi Statisten platziert haben, die Stimmung für den Film machen sollten. Gedreht wurde an 18 Tagen. Es gab ein paar Leute, nämlich John P. Ryan, Andrew Duggan und James Dixon, die vom ersten Teil wieder zurückgekommen sind. Allerdings leider war dann der zweite Teil gar nicht mal so erfolgreich, obwohl er ursprünglich seitens Warner Brothers überhaupt nur als Direct-to-Video Videoproduktion geplant war und dann doch zumindest einen limitierten Kino-Release bekommen hat. Das bringt mich dann auch direkt zum dritten Teil, bei dem das ähnlich war, wobei diese Produktion dann wiederum eine andere Geschichte hat, denn erinnert ihr euch noch daran, dass der erste Teil gemeinsam mit Heiße Hölle Harlem gedreht wurde und auch beim dritten Teil handelt es sich wieder um einen Back-to-Back-Deal, den Larry Cohen mit Warner Brothers bzw. André de Toth als Produzenten geschlossen hat, denn eigentlich wollte Larry Cohen ein Remake des Films Das Kabinett des Professor Bondi aus 1953 drehen. Daran hatte allerdings Warner überhaupt kein Interesse und allerdings bei Cohen angefangen, fragt, ob er nicht einen Film für ihre Videobranche machen soll, aber Cohen hat dann nur zugestimmt, wenn Warner ihm tatsächlich zwei Filme back-to-back finanziert, was er dann natürlich eben einsetzen kann dafür, beide Filme mit einem etwas höheren gefühlten Budget auszustatten, weil er ja wieder bei Cast and Crew etwas parallel arbeiten kann. In diesem Fall wurde dann die Wiege des Schreckens gemeinsam gedreht mit Salem 2, den Larry Cohen ebenfalls um genau diese Zeit herum inszeniert hat, beziehungsweise gibt es da dann auch ein paar Überschneidungen bei Cast and Crew. Interessanterweise gibt es eine Sequenz von diesem Film, die wahrscheinlich jeder einmal gesehen hat, denn diese Eröffnungssequenz, wo eines von den Monster Babies in einem Taxi geboren wurde, wurde quasi als Archiv-Stock-Footage in Clint Eastwoods Dirty Harry 5, das Todesspiel, aka Deadpool, verwendet. Und da hat Larry Cohen irgendwann einmal so halb selbstironisch gemeint, wahrscheinlich haben diese Sequenz mehr Leute in Dirty Harry gesehen als in It's Alive 3. Außerdem muss man eben dazu sagen, dass der dritte Teil eben gerade der ist, der diese moralischen Implikationen und quasi die Gesellschaftskritik seitens Larry Cohen auf eine neue Spitze treibt. Natürlich auf der einen Seite diese große, lange, aber unglaublich interessante Gerichtsverhandlung, andererseits natürlich eben die Tatsache, wo unser Hauptcharakter dann nach dem Koitus mit einer Frau damit konfrontiert wurde, dass er ja eines von diesen Babys zur Welt gebracht hat quasi und dass das so ein bisschen als Referenz auf die HIV-Epidemie der damaligen Zeit zu sehen ist, was Larry Cohen auch de facto bestätigt hat, dass das genauso gewollt war. Allerdings hat man bei der Produktion des Films auch ein bisschen Geld sparen können, dadurch, dass man sich ein bisschen Stock-Footage ausgebohrt hat, nicht nur dann für Clint Eastwood bereitgestellt hat. Allerdings gibt es ein paar Aufnahmen, zum Beispiel von den Haiflossen, die eigentlich aus dem Film Der alte Mann und das Meer kommen, beziehungsweise gibt es so Schiffsszenen, die aus Der Seefuchs stammen, aber leider gibt's bei dem Film auch ein paar Elemente, die man nicht sieht. Es gibt zum Beispiel eine Szene, wo Stephen Jarvis quasi diese Monster-Babys ruft. Genau in diesem Moment ist ein Wildschwein aufs Set gerannt und hat quasi das halbe Set in Schutt und Asche gelegt, weswegen alle Leute am Set versucht haben zu flüchten, außer Larry Cohen, der natürlich seinen Kameramann angeschrien hat mit "Er soll das filmen, er soll das filmen!", was er allerdings nicht geschafft hat, weswegen das Wildschwein dann nicht im fertigen Film ist. Allerdings gab es auch eine Szene, wo Dr. Swanson bei diesem Baum gefunden wird und da ist plötzlich ein Damm gebrochen und das Gebiet wurde überflutet. Alle Leute sind natürlich davongelaufen, außer Darsteller Art Lund, der ja quasi an diesem Baum gefesselt war. Der hat zwar das ebenfalls ein bisschen mit Humor genommen und den Leuten nur nachgerufen, mir geht's gut, ich habe außerdem eine tolle Aussicht, und nach ungefähr 1,5 Stunden haben sie ihn dann wieder vom Baum befreit, weil er nur glücklich sein kann, dass das Wasser nicht dann in der Zwischenzeit ein bisschen weiter aufgestiegen ist. Allerdings, apropos Wasser und Untergang, da gibt's ebenfalls noch eine Sequenz, wo Dr. Brewster in dem Fluss badet und quasi eines von diesen Monstern aus dem Wasser auftauchen soll. Das hat bedeutet, dass der Darsteller, der in diesem Monsterkostüm steckt, ungefähr 10 Sekunden unter dem Wasser knien sollte, um sich dann zu erheben. Blöderweise hat er das dann allerdings nicht gemacht. Die Kamera
ist gelaufen, hat das Wasser gefilmt und es ist aber kein Monsterbaby aufgetaucht. Irgendwann haben sich die Leute dann dankenswerterweise begonnen, Sorgen zu machen und haben den Kerl aus dem Wasser gezogen. Denn was passiert ist, ist, dass dieses Monsterkostüm nicht dicht war und deswegen mit Wasser vollgelaufen ist und sich dieser Darsteller nicht mehr bewegen hat können. Der wäre quasi dort ersoffen, wenn die nicht irgendwann einmal dazugekommen sind. Fast so wie dieser klassische alte Witz, wo ein Vater am Rand vom Swimmingpool steht, aufs Wasser schaut und sagt, wow, beeindruckend, großartig, ein Traum. Und irgendwann einmal dann jemand zu ihm geht und sagt, Alter, was machst du da? Und er sagt, ich weiß nicht, mein Sohn hat erst gestern schwimmen gelernt und heute taucht er schon seit 5 Minuten. Außerdem gibt es ja auch dafür die Geschichte, weswegen Kühe nicht schwimmen können, weil es nämlich tatsächlich bei den Kühen die Rosette ist, die nicht ganz schließt. Ihr Schließmuskel ist also quasi so ein eher halbgeschlossenes Portal, weswegen eine Kuh, die quasi über Rektum im Wasser ist, auch mit Wasser volllaufen und ertrinken würde. The more you know. Auf jeden Fall war die Produktion dieser Filme grundsätzlich allerdings relativ komplikationsarm, wenn auch geprägt von ein paar, wie ich finde, recht interessanten Geschichten. Aber vielleicht an der Stelle noch ein paar Hintergrundinformationen zu Cast and Crew. Über Larry Cohen persönlich haben wir ja bereits gesprochen, aber der erste Teil, Die Wiege des Bösen, wurde geschrieben von von Larry Cohen, aber in der Hauptrolle sehen wir John P. Ryan, der neben dem Film beispielsweise auch als Rankin in Runaway Train aufgetaucht ist, als Kennedy in Wenn der Postmann zweimal klingelt, ein toller Titel, den könnte man noch ein bisschen zweckentfremden. Außerdem war er Mickey Malnato in den Wachowski-Brüdern, Schwestern, Bound gefesselt. Wir haben ihn außerdem gesehen als John Blackstone in Viper, ein Ex-Cop-Roy auf, beziehungsweise als General Taylor in Delta Force 2, The Colombian Connection. Wir sehen Sharon Farrell, die zum Beispiel in Der Komet, der Tod kommt, aus dem All als Doris Belmont aufgetaucht ist, als Molly in McQuaid, der Wolf, die in One Man Force die Shirley gespielt hat, oder als Kathy Hopkins in dem Slasher-Streifen Sweet 16 Blutiges Inferno mitgespielt hat. Ein Film, dessen Inferno dermaßen blutig war, dass der Film mittlerweile in seiner ungeschnittenen Fassung von der FSK eine Altersfreigabe ab 12 Jahren hat. Außerdem sehen wir Andrew Duggan, der zum Beispiel als Colonel William Henderson in 7 Tage im Mai dabei ist, der in Derek Flint als Präsident Trent aufgetreten ist, oder auch in dem Film Dr. Detroit als Harmon Roushorn, der von Wicked Vision im Mediabook veröffentlicht wurde. Wir sehen Guy Stockwell zum Beispiel aus Filmen wie Giganten am Himmel, Die Normannen kommen oder Drei Fremdenlegionäre, aber auch als Orgo in Santa Sangre gesehen. James Dixon ist ein interessanter Darsteller, der bei seinen 27 Schauspielcredits eigentlich in erster Linie Zusammenarbeiten mit Larry Cohen hat, von den Wiege Filmen zu Heiße Hölle, Harlem God Told Me To, American Monster, Ein Werwolf beißt sich durch, Salem 2, Die Rückkehr, Tanz der Hexen, Maniac Cop 2, Ambulance und so weiter lassen sich alle auch in seiner Filmografie finden. Außerdem sehen wir in dem Film Michael Ansara, der zum Beispiel in Der Manitou als John Singing Rock mit dabei war, als Senator Bunsen in Der Mordanschlag mit Charles Bronson, in Panik in der Sierra Nova, beziehungsweise auch interessanterweise nicht in der Larry Cohen Version, sondern in Die Rache der glorreichen Sieben, den Colonel Diego gespielt hat. Wir sehen Will Richards, der als Dr. Metzger in Monster Busters mit dabei war, beziehungsweise als Mr. Owens in Hotel zur Hölle, beziehungsweise als Dr. Morgan in Wes Cravens Fernsehfilm Nightkill, eine tödliche Bedrohung, aufgetaucht ist. Hinter der Kamera stand in dem Fall Fenton Hamilton, der ebenfalls eine relativ kurze IMDb-Vita hat, der tatsächlich als allererstes Projekt den Film The Limit im Jahr 1972 von und mit Jafet Kotto gemacht hat, der dann allerdings lediglich noch für Godfather of Harlem, Heiße Hölle Harlem, Die Wiege des Bösen und Die Wiege des Satans hinter der Kamera stand und somit ausschließlich mit einem Jafet Kotto Ausrutscher quasi mit Larry Cohen gearbeitet hat. Geschnitten wurde der Film dann von Peter Honnes, der beispielsweise
Interessanterweise bereits mit Heiße Hölle Harlem und die Wiege des Bösen seine Karriere begonnen hat, der dann als Filmeditor weitergemacht hat mit dem Film Electric Dreams, wieder einer aus der Mediabook Library von Wicked Vision, aber der dann Dinge geschnitten hat wie Highlander, es kann nur einen geben, das Ritual, Ricochet, der Aufprall, Karen McCoy, die Katze, Shadow und der Fluch des Khan, Rob Roy, das Mercury Puzzle, The Kid, Image ist alles, The Fast and the Furious, Harry Potter und die Kammer des Schreckens, Troja, Aeonflux, Poseidon, der goldene Kompass, I Love You, Beth Cooper, Percy Jackson, Diebe im Olymp und der sogar im Jahr 1997 eine Oscar-Nominierung für seinen Schnitt von L.A. Confidential bekommen hat. Aber das ist ja auch quasi ein Oscar-Preisträger, aber die Musik stammt übrigens ebenfalls von einem Oscar-Preisträger, dessen erste Musikkomposition im Jahr 1941 für den Film Citizen Kane war. Damals war er allerdings nur nominiert, erst 1942 gewann er dann den Oscar für Der Teufel und Daniel Webster, war dann allerdings später für Anna und der König von Siam, Taxi Driver und Schwarzer Engel, die letzten beiden Nominierungen leider sogar nur mehr posthum für die Goldstatue nominiert. Er hat allerdings auch noch ein paar andere maßgebliche Soundtracks beigesteuert, wie zum Beispiel für einige Filme von Alfred Hitchcock, wie Vertigo aus dem Reich des Toten, außerdem noch Dinge wie Die Nackten und die Toten, Die Reise zum Mittelpunkt der Erde, Psycho, Rauchende, kurz ist die Fernsehserie, Marnie sehe ich da noch, Convoy, Fahrenheit 451, wo wir wieder bei Ray Bradbury waren, Teufelskreis Y, Das Haus der Schatten, und so weiter und so fort. Er hat sogar dann auch noch die Musik vom Psycho Remake quasi, also beigesteuert, weil sie übernommen wurde. Das war ja schon quasi 20 Jahre posthum. Das ist wirklich ein trauriger, aber tatsächlich zum Glück für ihn nicht einmal letzter Credit. Wechseln wir zum zweiten Teil. Da sehen wir in einer der Hauptrollen Frederick Forrest, ebenfalls übrigens Oscar nominiert für seine Rolle in dem Film The Rose als Nebendarsteller im Jahr 1980, war allerdings auch als AN3J Chef Hicks in Apocalypse Now mit dabei, als Mark in der Dialog- bzw. als Geschäftsbesitzer in Falling Down mit Michael Douglas, außerdem noch in kleinen netten Actionstreifen zu sehen wie Black Thunder oder Point Blank Over and Out. Wir machen weiter mit John Marley, den man zum Beispiel gesehen hat als Jack Waltz in Der Pate oder als Frankie Ballou in Cat Ballou, der ebenfalls Oscar nominiert war für seine Nebenrolle in dem Film Love Story als Phil Cavalieri im Jahr 1970. Eddie Constantine ist in dem Film mit dabei, der natürlich hier auf dem Kanal auch schon einmal zu Gast war, bei dem Wunsch-Quickie-Review von Carnapping, der bald wieder mal zurückkommt fürs Mikado-Projekt, den man natürlich kennt als Charlie aus Rififi am Karfreitag, beziehungsweise gefühlten 6428 Eddie-Filmen. Wir sehen Jill Gatsby, deren Schauspiel-Vita tatsächlich relativ uninteressant ist. Sie war zwar natürlich ebenfalls im Dunstkreis des Larry Cohen, zum Beispiel noch bei der Wiege des Schreckens als Mädchen in dem Taxi, bei Salem 2, bei Maniac Cop oder auch als Opfer in Vampire's Kiss mit Nicolas Cage, mit dabei als Dawn in der Klasse von 1999 in Ambulance und so weiter. Was ich aber ganz besonders spannend finde, war, dass sie neben einem Video namens Crazy Thing, in dem sie auch mitgespielt hat, nur einen weiteren Film produziert hat, nämlich 2007 den Hostel-Verschnitt Captivity mit Kim Bauer in der Hauptrolle. Außerdem übrigens als Monster in diesem Film zu sehen, ist Greg Kenham, den man als Darsteller wahrscheinlich nicht wahnsinnig gut kennt. Er war zwar in diesem Film zu sehen, ohne in den Credits genannt zu werden, oder aber auch als Zombie in Michael Jacksons Thriller-Video, ohne in den Credits genannt zu werden, oder als Alien in Kid Save the Video. Aber er ist tatsächlich bekannter Maskenbildner, der bei über 120 Produktionen gearbeitet hat, der übrigens auch den ein oder anderen Oscar nach Hause genommen hat. Nominierungen beispielsweise für
Hook, Jimmy Hoffa, Familienbande, Titanic, der 200-Jahre-Mann, A Beautiful Mind, beziehungsweise Preisträger für Bram Stokers Dracula, Mrs. Doubtfire, der seltsame Fall des Benjamin Button und Weiß, der zweite Mann, wobei er tatsächlich für die von ihm erfundene Technologie zur Herstellung von Silikonapplikationen noch einen Technical Achievement Award im Jahr 2005 oben drauf bekommen hat. Holy freaking hell. Dazu haben wir hinter der Kamera in dem Fall wieder Fenton Hamilton, wie bereits erwähnt, die Musik auch wieder von Bernard Herrmann. Aber was ich in dem Fall ganz besonders spannend finde, ist, wie viele Cutter braucht man eigentlich für einen Film? Die richtige Antwort kann doch verdammt nochmal nicht 4 lauten. 4 Leute haben It's Alive Again geschnitten. Auf der einen Seite Chris Birch, der beispielsweise als Produktionsleiter bei Die Schlange im Regenbogen mit dabei war, produziert hat bei Dingen wie Die Vidioten, der allerdings relativ wenig geschnitten hat, nur 4 Filme, wie Alien Shock, Tödliche Bedrohung und Wacko, da wackelt die Bude. Louis G. Friedman ist ebenfalls interessant, weil auch er sehr viel in der Produktion oder Produktionsleitung mit dabei ist und da sogar im Jahr 2020 noch bei Filmen wie Bloodshot mitgearbeitet hat oder Lone Survivor, Two Guns, American Pie, Das Klassentreffen, Piranha 3D, X-Men Origins, Wolverine, So High und so weiter und so fort, der aber interessanterweise bereits 1983 als Unit Supervisor bei Star Wars Episode 6 gearbeitet hat, wobei er in Return of the Jedi nicht nur als Produktionsleiter und Crew Supervisor gearbeitet hat, sondern sogar auch ein Stand-in war für Jeremy Bullock in der Rolle des Boba Fett, weswegen er auch auf seinem IMDb-Profil im Boba Fett-Kostüm zu sehen ist. Weitergeschnitten hat Carol Oblatt, die also über 30 Dinge geschnitten hat, worunter Meisterwerke wie Braindead, also der aus 1990, oder Puppet Master 3 zu finden sind. Und last but not least, sogar auch ohne in den Credits genannt zu werden, war Dennis Mickelson am Editing beteiligt, der übrigens hier das einzige Mal für Editing gecredited war, der allerdings über die Firma CFC in erster Linie als Visual Effects Artist gearbeitet hat und dabei Credits hat an Filmen wie Mission Impossible, The Saint, Ghostbusters, Einsame Entscheidung, Ein Fall für die Borger, Der Morgen stirbt nie, Muppets, Auf brennendem Eis, Matinee, Gremlins 2, Stirb langsam und so weiter und so fort. Der zweite Teil übrigens ist der einzige aus der gesamten It's Alive Trilogie, der im deutschsprachigen Raum indiziert war. Im Juni 1983 landete er auf der bösen Liste und wurde dann im Juni 2005 bereits vorzeitig auf Antrag wiederum geschnitten. Gestrichen, geschnitten liefen einige Teile aus dem aus der It's Alive Trilogie lediglich im Fernsehen. Im Heimkino wurden diese auf Videokassette bzw. dann später auf DVD von Warner Home Video eigentlich schon immer ungekürzt veröffentlicht. Kommen wir damit zum dritten Teil der Trilogie. Dort sehen wir in einer der Hauptrollen Michael Moriarty, der als vierfacher Primetime-Emmy-Gewinner den meisten Leuten wahrscheinlich bekannt ist durch seine Rolle als Executive ADA Ben Stone in der Serie Law and Order, der allerdings außerdem noch in Filmen wie Mut zur Wahrheit, Pale Rider oder American Monster aufgetreten ist. Karen Black hat man zum Beispiel gesehen als Myrtle Wilson in Der große Gatsby 1974, als Connie White in Nashville oder auch 2003 als Mother Firefly in Rob Zombies Das Haus der 1000 Leichen. Auch sie hat übrigens eine Oscar-Nominierung eingefahren für ihre Darstellung in dem Film 5 Easy Pieces, Ein Mann sucht sich selbst im Jahr 1971. Dazu sehen wir sie in über 200 anderen Rollen, wie beispielsweise als June Rhodes in Kinder des Zorns 4 oder auch in diesem Fall, ohne im Abspann genannt zu werden, aber trotzdem vielleicht erwähnenswert, als Karen Black in Maniac To Love to Kill. Wir sehen Laureen Landon
die beispielsweise in Ich der Richter oder als Tester in Die unglaubliche Reise in einem verrückten Raumschiff zu sehen war, aber 2015 auch als Athena Higgins in Samurai Cop 2 aufgetaucht ist oder als Patty in Ambulance. Garrett Graham hat zum Beispiel als Phil Simpson in Chucky 2 gespielt, war mit einem Bein im Kittchen, war als Beef in Das Phantom im Paradies mit dabei, als Rodzinski in Trottel im Weltall oder zum Beispiel auch als Mapes in Psychic oder was ich ganz besonders spannend finde, als Bud the Chud in Cannibalistic Humanoid Underground Dweller. Ich werde es nie schaffen, das zu vergessen. Teil 2. Wir sehen McDonald Carey, den man beispielsweise gesehen hat in über 117 Projekten, wobei überwiegend im Fernsehen. Er hat zwar begonnen als Darsteller im amerikanischen Kino, ist dann allerdings relativ sicher mit dem Jahr 1965 im amerikanischen Fernsehen verhaftet gewesen, denn zwischen 1965 und 1994 spielte er in der Telenovela Zeit der Sehnsucht die Rolle des Dr. Tom Horton in 3027 Folgen. Wir sehen außerdem Neil Israel, der bekannt ist tatsächlich weniger als Darsteller, da hat er nur in 14 Filmen einen Auftritt gehabt, sondern mehr als Drehbuchautor und Regisseur. Seine Karriere hat nämlich damit begonnen, dass er einen kleinen, aber vielleicht dem ein oder anderen bekannten Film namens Police Academy geschrieben hat. Im selben Jahr dann bei dem Film Bachelor Party als Drehbuchautor und Regisseur tätig war und dann auch noch Regie geführt hat bei Surf Ninjas. Wir sehen William Watson, der beispielsweise als McNeil in der Hitze der Nacht mit dabei war oder als Harvey Lansing in Cato's Land. Wir sehen Patch McKenzie, die man zum Beispiel auch in Tödliche Abrechnung oder Crazy Family gesehen hat, die allerdings auch als Maria in Hochhaus des Schreckens dabei war oder als Anne Ramstedt in Graduation Day. In diesem Fall wurde ein großer Teil der Crew auch hinter der Kamera ausgetauscht. Die Musik stammt in diesem Fall von Laurie Johnson, der als Komponist in erster Linie bekannt ist dafür, dass er zum Beispiel Captain Kronos Vampirjäger für die Hammer-Produktionsfirmen gemacht hat oder ach ja, die Titelmusik für Mit Schirm, Scham, Melone The Avengers geschrieben hat, die dann natürlich auch in anderen Produktionen wie Anchorman zu hören war oder die Musik von Dr. Seltsam oder Wie ich lernte, die Bombe zu lieben geschrieben hat. Ich habe vor einer gefühlten Stunde bereits darauf hingewiesen, dass Kameramann Daniel Pearl noch einmal ausführlich vorkommen wird, denn der hat eine extrem beeindruckende IMDb-Vita mit 311 Kameraarbeiten. Dabei stand er das erste Mal 1974 hinter dem Apparat für den Film The Texas Chainsaw Massacre, wechselte dann allerdings relativ schnell zu Musikvideos und hat mit Gruppen wie Supertramp und The Police bis hin zu Elton John, Air Supply und später dann Bob Dylan, ich muss hier wirklich weit vorspulen, Calvin Harris, Mariah Carey, Puff Diddy, Pitbull, das Back in Time Musikvideo war von ihm, Bon Jovi, Shania Twain, Cypress Hill, Janet Jackson, Michael Jackson, R. Kelly und so weiter gedreht, aber hier und da auch den ein oder anderen Film, zuletzt Mom and Dad oder das Freitag der 13. Remake, hat außerdem Aliens vs. Predator 2 gefilmt, also kann er behaupten, wir hätten jetzt nicht sehen können, dass da irgendwas gefilmt war. Oder aber auch Pathfinder, das war auch so dunkel, The Boy bzw. Michael Bay's Texas Chainsaw Massacre Remake. Geschnitten wurde das Ganze dann von David Kern, der interessanterweise als Hauptcutter zum Beispiel dann bei Filmen wie Class of 1999 2, Nemesis, Maniac Cop 2 und 3, Fire Syndrome, Tanz der Hexen, oh, Maniac Cop 1, oder Kammer der Schrecken mit dabei war, ohne Harry Potter in dem Fall, der allerdings als Additional oder Assistant Editor bei Filmen wie Fast and the Furious 8, 7, 6, 5, was zum Teil, bei Get Carter mit dabei war, 8 Blickwinkel, Death Race, Total Recall, dem Remake, Return of the First Avenger, Civil War, Kong Skull Island, Venom,
Bad Boys for Life und so weiter dann ebenfalls noch mit dabei war. Eines ist auf jeden Fall klar, die Hintergrundgeschichte der It's Alive Trilogie ist wahnsinnig faszinierend, genauso aber wie es diese Filme inhaltlich sind. Und obwohl diese Trilogie bereits in den 70er bzw. 80er Jahren gedreht wurde, der erste Teil stammt ja aus dem Jahr 74, der zweite Teil kam dann offensichtlich nur deswegen zustande, weil der erste Teil 77 nochmal in den Kinos gezeigt wurde und wurde dann 78 produziert und der dritte Teil wurde ja überhaupt erst nach 9 Jahren Pause im Jahr 1997 gedreht. Dabei hat es jetzt allerdings relativ lang gedauert, nachdem Warner Home Video die Trilogie dankenswerterweise bereits im Oktober 2004 auf DVD veröffentlicht hat, bis diese Filme dann auch einen High-Definition-Blu-Ray-Release spendiert bekommen. Der erfolgt am 24. Oktober 2024 und mir wurde hierfür von Play on Pictures dankenswerterweise ein Rezensionsmuster des Blu-ray Digipacks für dieses Video zur Verfügung gestellt. Und deswegen freue ich mich drauf, mit euch in der heutigen Ausgabe von Playzockers Blu-ray Check einen genaueren Blick auf Larry Cohens It's Alive! It's Alive! Trilogie zu werfen. Für das Cover-Artwork des Blu-ray-Digipacks der It's Alive-Trilogie hat sich Play on Pictures nachvollziehbarerweise das bekannteste Motiv zu dieser gesamten Reihe ausgesucht. Dabei handelt es sich, wie eingangs bereits erwähnt, um das amerikanische Re-Release-Poster zu diesem Film, das nicht als altes deutsches Kinoplakat damals verwendet wurde. Da sah man die Wiege einfach nur als schwarze Silhouette vor rotem Rauch und auch, sagen wir mal dankenswerterweise, nicht das alte deutsche VHS-Cover-Artwork, das aus irgendeinem Grund in diese Wiege hinein fotografiert hat, aber dabei irgendwie ausgesehen hat wie ein LucasArts-Game, das auf schlechter Hardware anno 1987 gelaufen ist. Nein, das, was hier zu sehen ist, ist definitiv das atmosphärischste Bild zu diesem Film, das damals zum allerersten Mal auf der deutschen DVD von Warner Home Video ebenfalls zum Einsatz gekommen ist. Allerdings ist das Ganze hier meiner Meinung nach deutlich besser und professioneller angebracht worden. Bei der alten deutschen DVD war der deutsche Titelschriftzug Die Wiege des Bösen so groß, dass das B von Bösen schon in diese Wiege hineingerahmt geragt hat. Und darunter stammt dann außerdem noch eine tolle Tagline, nämlich Der einzige Film, den Sie sich nicht allein ansehen sollten. Wow, kreativ. Da ist es natürlich wesentlich cooler, dass Play on Pictures hier für den It's Alive Titelschriftzug natürlich auf den Originalfont der amerikanischen Kinoplakate gesetzt hat, beziehungsweise das sogar auch noch mit partiellem Spotlight-Unterstützern und mit Ausnahme von eben diesem Bild der Wiege den Hintergrund genauso schwarz gelassen hat, wie das ja sonst eh auch bei der deutschen DVD und bei den Plakaten gewesen ist. Aber das ist meiner Meinung nach ein minimalistisches Design, das aber maximale Wirkung rausholen kann. Wir wechseln dann einmal über den Spine, wo wir natürlich ebenfalls den Titelschriftzug sehen, ebenfalls wieder mit dem partiellen Spotlight veredelt und landen auf dem Hintergrund, auf dem Backcover. Auch dort gibt es bei der Tagline oben beziehungsweise bei dem sehr kreativ gesetzten It's Alive Titelschriftzug auch wieder den partiellen Spotlight als einziges quasi Szenenbild aus dem Film. Sehen wir auf dem Backcover ein Bild von unserem Monster Baby. Darüber gibt's eine kurze Inhaltsangabe zu diesen drei Filmen, eine weitere Tagline, technische Details sowie dann die Informationen rund ums Bonusmaterial. Und dabei sei an der Stelle erwähnenswert, dass Play on Pictures dankenswerterweise das komplette Bonusmaterial der amerikanischen Blu-ray-Veröffentlichung von Shout Factory übernehmen konnte. Man hat damals im Jahr 2004 bereits für die DVD-Veröffentlichungen Audiokommentare mit Autor und Regisseur Larry Cohen produziert, die auch für diese Blu-ray-Auflage übernommen wurden. Die grundsätzlich, vor allem bei den ersten beiden Teilen, wahnsinnig spannend und hörenswert sind, der beim dritten Teil vielleicht ein bisschen mehr Durststrecken hat, aber trotzdem noch ein paar interessante Hintergrundinformationen bietet. Und dazu hat man dann noch extra Bonusmaterial produziert, das hier auch wieder auf der Blu-ray vom ersten Teil zu finden ist. Dabei handelt es sich auf der einen Seite um eine neue Making-of-Dokumentation, in der unter anderem Larry Cohen mit dabei ist, die Darsteller
James Dixon, Michael Moriarty und Lorraine Landon. Außerdem ist beispielsweise noch der Kameramann Daniel Pearl mit dabei. Es ist ein Musikhistoriker namens John Burlingham mit dabei. Ein Filmjournalist für Special Effects FX Feenin, damit ich das noch rausgehe. Und der Produzent Paul Coulter ist auch noch mit dabei. Da kommen einige interessante Leute zu Wort, die an diesem Film oder der Trilogie damals mitgewirkt haben, was meiner Meinung nach ein sehr cooles, damals eben für die amerikanische Blu-ray-Premiere des Films von Shout Factory im Jahr 2018 neu produziertes Feature ist. Außerdem gibt's dann hier noch ein weiteres Featurette unter dem Titel It's Alive at the New Art. Das New Art ist quasi ein Kino, wo man eben dann zum 40-jährigen Jubiläum den Film noch einmal aufgeführt hat, wo Larry Cohen auch anwesend war und da mit einem Moderator über die Filmreihe spricht. Dabei wiederholen sich ein paar Informationen und Anekdoten, die man auch im Audiokommentar gehört hat, beziehungsweise auch in dem neu produzierten Featurette, ist aber trotzdem auch eine interessante Abrundung für das Bonusmaterial von dieser Edition. Und dazu gibt's dann natürlich noch klassische Features wie Trailer, Fernsehspots, Bildergalerien und Ähnliches. Jetzt können wir dann einmal ins Innere blicken und da sehen wir auf quasi vorderster Front gleich einmal ein Artwork zu It's Alive 3, das uns womöglich ein bisschen bekannt vorkommen kann. Ja, das ist tatsächlich einfach 1:1 diese Wiege vom Poster des ersten Teils, nur ausgestattet mit einem drolligen gelben Sticker Jarvis Baby on board und gefotoshoppt auf einen Strand. Das ist witzig und ist auf jeden Fall nicht einfach nur dreister Motivklau, sondern sicher beabsichtigt, weil ja der dritte Teil auch ein bisschen seine humoristischen Muskeln spielen hat lassen. Dabei hatte man übrigens damals auch schon auf dem amerikanischen Kinoplakatmotiv genau dieses Motiv verwendet, wobei dort eigentlich dieses Strandmotiv formatfüllend war, links außerdem noch eine Palme ins Bild gehangen ist und eben der Titelschriftzug daneben war, drunter dann die Cast and Crew Details. Erst bei den DVD-Veröffentlichungen hat Warner Home Video das dann so angepasst, dass man hier eben auf diesen Fotoauszug-Look gekommen ist und das Ganze ein bisschen schief gesetzt hat. Hier hat Play on Pictures also quasi einen Hybriden aus dem alten Originalplakatmotiv beziehungsweise dem neuen DVD-Cover. Wenn wir jetzt einmal aufklappen, dann sehen wir hier auf der anderen Lasche eben das Original Wiederaufführungsposter vom ersten Teil, nur halt mit ein bisschen Cast and Crew-Informationen unten, das eben auch fürs Digipack verwendet wurde. Und ein weiteres Mal auffalten und wir sehen ein Motiv zum zweiten Teil mit drei von diesen selben Wiegen, weil es ja tatsächlich so ähnlich wie beim The Human Centipede, quasi von Film zu Film mehr von diesen Ungetümen werden und beim zweiten Teil dann eben drei zum Einsatz kommen, weswegen man dann auf dem Filmplakatmotiv, also auf einem der Originalplakatmotive eben einfach hier in Schwarz-Weiß dieselbe Wiege wie auf dem Poster vom ersten Teil einfach nur dreimal drauf kopiert hat. Das übrigens ist auch der Grund, warum auf der ersten Lasche hier das Motiv vom dritten Teil zu sehen ist, damit das natürlich von links nach rechts gesehen die Trilogie sinnvoll aufdröselt. Jetzt können wir dann einmal einen Blick ins Innere werfen. Da bekommen wir auf der linken Seite eine Tasche für das Booklet, aber zuerst einmal ein kurzer Blick auf die Disc-Designs, die bei der It's Alive Trilogie auch extrem schlicht ausgefallen sind, was allerdings in diesem Fall meiner Meinung nach passend ist zum allgemeinen Box, aber auch damaligen Plakatdesign. Dabei bekam bei diesem Set eben jeder Film eine einzelne Disc und darunter bekommen wir wieder in einem Rot-Weiß-Stil einzelne Szenenbilder und Ausschnitte aus den Filmen, die angereichert mit Taglines hier zusammengefügt wurden, was jetzt natürlich nicht den klassischen natürlichen Farbstil entspricht, aber trotzdem finde ich für einen Horrorfilm, vor allem der ja generell ein bisschen mit den Farben Rot und Schwarz auch schon immer auf seinen Plakaten gespielt hat, durchaus passend ist, wobei ich in diesem Fall positiv hervorheben möchte, dass eben diese Zwischenräume zwischen den Trays hier ebenfalls
aufgefüllt wurden mit Designs und nicht wie bei zahlreichen anderen Digipacks nur weiß geblieben sind. Jetzt allerdings einmal ein kurzer Blick auf die Lasche auf der linken Seite. Dort ruht und schlummert nämlich das Booklet zu dieser Veröffentlichung. Das bietet in diesem Fall 20 Seiten und einen Text von Autor Stefan Jung, der sich in dem Fall wieder recht analytisch mit einigen Themen von dieser Trilogie beschäftigt, natürlich, dass auch dann Filme wie Alien und Omen, Exorcist, Rosemary's Baby und zahlreiche weitere noch mit vorkommen, dass natürlich dann die entsprechenden gesellschaftskritischen und typischen Implikationen, die in diesem Film getroffen werden, hier erwähnt werden, beziehungsweise ein paar durchaus interessante Querverweise gezogen werden, aber es ist halt eben kein typisches faktenbasiertes Booklet mit zahlreichen Hintergrundinformationen zur Produktion der Filme. Wobei es hier und da auch ein paar kleine ähnliche Verweise gibt, aber größtenteils beschäftigt sich der Booklet-Text eben nicht ganz konkret mit der Entstehung der Filme, sondern eben mehr mit den Aussagen, den Themen bzw. Verweisen zu anderen entsprechenden Produktionen. Man muss allerdings sagen, dass Play on Pictures hier bei der It's Alive-Trilogie auf eine zu diesen Filmen definitiv passende, schlichte Aufmachung gesetzt hat, die aber meiner Meinung nach sehr stimmig, sehr hochwertig und sehr edel ausgefallen ist. Aber apropos stimmig, hochwertig und edel aussehen, das bringt mich natürlich direkt zum nächsten Teil von diesem Blu-ray-Check und damit unweigerlich der Frage, wie die Monster-Babys eigentlich ausschauen. Schier. Also, sonst warten sie ja keine Monster-Babys. Aber vielleicht meinen wir doch eher die Tatsache, wie die High-Definition-Transfere der Abtastungen dieser Monster-Babys ausschauen. Dafür habe auch ich meine in diesem Fall nicht aus 3, sondern ich glaube aus 300 Monster-Baby-Screenshots bestehende Armee heraufbeschworen, die ich natürlich auch in diesem Fall natürlich wieder allesamt selber fotografiert und nicht irgendwie bearbeitet oder verfremdet habe, aber trotzdem musste ich die Bilder natürlich abspeichern, ins Video einfügen, dieses dann rendern und auf YouTube hochladen, weswegen die Bildqualität der Screenshots in der jetzt folgenden Slideshow nicht mehr 1:1 mit der tatsächlichen Blu-ray-Bildqualität übereinstimmen kann. Wir haben in diesem Video vor kurzem bereits die amerikanische Blu-ray-Premiere von Shout Factory aus dem Jahr 2018 angesprochen und wir wissen, dass Play on Pictures offensichtlich mit Shout Factory zusammengearbeitet hat, da ja auch das von denen damals produzierte Bonusmaterial jetzt circa 6 Jahre später auf der deutschen Blu-ray-Premiere zu finden ist. Leider liegt mir die amerikanische Blu-ray von Shout Factory nicht persönlich vor, weswegen ich keinen direkten Vergleich der Bildqualität der Transfers der drei Filme vornehmen kann. Allerdings decken sich meine Eindrücke von dem Bild durchaus mit dem, was die amerikanischen Kollegen über die dortige Veröffentlichung gesagt hat, weswegen ich naheliegend finde, dass Play on Pictures hier auf das grundsätzlich selbe Ausgangsmaterial zurückgreifen hat können. Dabei handelte es sich bei laut einer Aussage von Shout Factory um 2018 neu erstellte 2K-Master, die von der Warner Brothers Motion Picture IS Imaging Facility auf einem Laser Graphics Director Scanner erzeugt wurde, und zwar auf Basis von Interpositiven aus dem Archiv, also nicht direkt das Original Kamera Negativ, sondern eine Zwischenstufe, die allerdings grundsätzlich auch noch immer recht frisch und selten bearbeitet und demnach von durchaus sauberer Qualität ist. Und man merkt natürlich auf der einen Seite bei dem High-Definition-Transfer It's Alive des Vorgängers jetzt einmal, dass es sich dabei um den ältesten Beitrag handelt. Nett finde ich übrigens auch die Tatsache, dass der Blu-ray-Transfer jetzt endlich wieder im Originalbildformat 1,85:1 war, während die DVDs allerdings teilweise noch in 1,78:1 waren. Aber man merkt, finde ich, bei diesem Transfer recht schön, dass es sich um einen recht grainy, groben Film handelt. Man hat hier nicht allzu auffällig an den Reglern gespielt und nicht allzu deutliches Digital Noise Reduction eingesetzt, weswegen das Bild eben auch diese rohe, fast grindhausige Ästhetik an den Tag legt, denn obwohl It's Alive über Warner Brothers vertrieben wurde, war es ja doch eine Low-Budget-Produktion, wo ja quasi dasselbe Budget gleich einmal für 2 Filme genutzt wurde, und man merkt,
an den Sets und den Ausstattungen eben, dass es sich um einen geringer budgetierten 70er-Jahre-Film handelt. Allerdings hat man glücklicherweise trotzdem mit hochwertigem 35mm Filmmaterial arbeiten können, was, finde ich, auch heutzutage noch erkennbar ist durch die wirklich gelungene Farb- und Kontrastsetzung bei diesem Bild, die den Film eigentlich grundsätzlich angenehm, natürlich vor allem teilweise durch die 70er-Ästhetik, knallig bunt wirken lassen. Außerdem ist die Schärfe überwiegend auf recht hohem Niveau. Man merkt nur vielleicht Larry Cohens recht flotte Produktionsweise, dass es immer wieder den ein oder anderen softeren Shot gibt, weil eben offensichtlich der Fokus nicht ausreichend gepult war. Aber grundsätzlich kann man meiner Meinung nach mit der hier gebotenen Bildqualität mehr als nur zufrieden sein. Und damit wechseln wir direkt zur Bildqualität von It's Alive 2, die interessanterweise ziemlich anders ist als die des ersten Teils, auch wenn man hier trotzdem nicht den Eindruck hat, bei Madame Tussaud zu Gast zu sein, könnte man trotzdem aufgrund des überwiegenden Fehlens von Filmgrain, vor allem im Vergleich zum deutlich groberen ersten Teils, darauf schließen, dass hier durchaus mit digitalen Tricks nachgeholfen wurde, was allerdings glücklicherweise nicht bis zur Unkenntlichkeit und noch viel weiter getrieben wurde. Dabei war nämlich interessanterweise der zweite Teil bereits im DVD-Zeitalter immer der optisch schwächste Teil der kompletten Trilogie, was auch, finde ich, hier auf der Blu-ray zwar immer noch zu erkennen ist, allerdings aufgrund des generell recht hohen Niveaus der Bildqualität nicht als störende Einschränkung zu bezeichnen ist. Man hat auch, finde ich, lustigerweise ähnlich wie bei Walking Tall, gerade beim zweiten Teil ein bisschen einen bräunlichen Farbeinschlag im Bild und außerdem nicht mehr ganz so kräftige Farben wie beim ersten Teil, was, finde ich, eben ganz besonders bei Signalfarben wie Rot, Blau oder Grün auffällt, die beim ersten Teil noch deutlich kräftiger geleuchtet haben und hier beim zweiten Teil fast eben ein bisschen stärker reduziert werden, vielleicht auch bewusst so gewählt, um ein bisschen mehr eben diese düstere Realität darzustellen, aber das ist auf jeden Fall trotzdem für einen mittlerweile über fast 50 Jahre alten Film zufriedenstellende Bildqualität, aber eine, die im Vergleich zum ersten Teil direkt ein bisschen abfällt. Aber das Wort Abfall bringt mich tatsächlich direkt zum dritten Teil, den ich im Gegensatz zu vielen anderen Leuten übrigens tatsächlich mochte. Aber der bietet natürlich wieder einen deutlichen Anstieg in Sachen Bildqualität. Ich finde, man merkt das gleich bei den ersten Screenshots, die hier über euren Bildschirm flattern, dass dieser Film wieder wesentlich kräftigere, dynamischere Farben hat, einen wesentlich schöneren Kontrast setzt und auch meiner Meinung nach von der Schärfe her deutlich besser ist, weil eben diese Nebeneffekte von der DNR vom zweiten Teil hier nicht mehr so deutlich zu sehen sind. Auch hier sieht man ein bisschen weniger Grain im Bild, allerdings liegt das vielleicht daran, dass der Film einfach circa, also über 10 Jahre jünger ist als der erste Teil und trotzdem hier seine natürliche organische Ästhetik des 35mm Materials aufrechterhalten darf. Dazu bekommen wir eine hervorragende Schärfe, ein wirklich schönes, differenziertes, plastisch präsentiertes Bild und natürlich ganz offensichtlich auch visuell den jüngsten Vertreter seiner Zunft. Dazu sei an der Stelle übrigens noch zu erwähnen, dass Play on Pictures natürlich auch, was das Encoding betrifft, hier alles in ihrer Macht Stehende getan hat, um die Filme möglichst sauber zu präsentieren, um das an der Stelle noch einmal schnell zusammenzufassen. Der 91 Minuten lange erste Teil belegt 26,2 GB, der 91 Minuten lange zweite Teil 27,6 und der 94 Minuten lange dritte Teil 28,7 GB. Hier wurde also nicht etwas weiter runter komprimiert, damit man die Filme letzten Endes auf eine einschichtige und günstigere BD25 bekommen kann, sondern man hat dem Encoder wirklich den notwendigen Spielraum gegeben, um die Filme entsprechend darzustellen, weswegen mir auch Kompressionsspuren aller Artefakten, Banding oder Blockbildung nie aufgefallen sind bei diesen Transfern und man eben mit Ausnahme der leichten visuellen Einschränkungen beim zweiten Teil eigentlich grundsätzlich mit der hier gebotenen Bildqualität sehr zufrieden sein kann.
Larry Cohens It's Alive Trilogie ist absolut faszinierend. Filme aus den 70er und 80er Jahren, die selbst im Jahr 2024 immer noch genauso brisant sind, wie sie es damals waren, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, die es allerdings vor allem aufgrund von Larry Cohens Idee in den ersten beiden Teilen, die Monster so gut wie gar nicht zu zeigen und meistens nur subtil anzuschneiden, auch heutzutage, wo die Special Effects Technik natürlich etliche Dimensionen weiter ist, aber trotzdem immer noch genauso gut funktionieren können, weil die Atmosphäre großartig ist, weil die Filme zwar einen einfachen, preisgünstigen Charakter aufweisen, aber vor allem von der Musik, von der Kameraführung, aber auch von der Leistung der Darsteller hier, meiner Meinung nach perfektes 70er Jahre Kino in eine kleine cineastische Kapsel transportiert haben, die auch im Jahr 2024 immer noch perfekt funktioniert. Der dritte Teil ist ein bisschen mehr eine größere, trashigere Expansion mit den erwachsenen Monstern, hat aber trotzdem vor allem mit der Gerichtsverhandlung immer noch eine Menge an brisanten Stoff mit dabei, weswegen das für mich auch in diesem Jahr noch eine extrem sehenswerte Trilogie ist. Play on Pictures serviert uns die It's Alive Trilogie mit dem in Amerika von Shout Factory produzierten Bonusmaterial bzw. den alten Audiokommentaren der DVDs, damit dem vollständigen aktuell international erhältlichen Bonuspaket, außerdem in meiner Meinung nach sauberer Qualität mit auch einer guten Umsetzung der alten deutschen Tonspuren, schön verpackt in einem schlichten, aber wirkungsvollen Digipack. Wer diese Filme schon mag oder nach meinen Worten vielleicht sich gerne zu diesem illustren Kreis in Zukunft dazuzählen möchte, der kann bei der Digipack-Veröffentlichung der It's Alive-Trilogie von Play on Pictures definitiv bedenkenlos zuschlagen.